Dankeschön, Pascal. Ich will am Anfang zwei Dinge tun, damit mir die am Ende nicht durchrutschen und ich es vergesse. Das eine, ihr erinnert euch, dass heute Vormittag der Bernd aus Potsdam-Mittelmark euch was erzählt hat über die Aktion und die Resolution gegen Atomwaffen. Und er hat ganz vergessen, wie ihr euch da informieren könnt, außer dass ihr ihn jetzt noch fragt. Also die Infos, die ihr dazu braucht und auch die Kontaktdaten dazu, findet ihr auf der Internetseite des Kreisverbandes, dielinke-pm.de. Und dort könnt ihr alles Weitere erfahren und euch dort beteiligen. Und das Zweite, was ich am Anfang machen möchte, ist dreimal Dankeschön zu sagen. Zunächst will ich, bevor wir hier alle das Objekt verlassen haben, mich beim Objekt und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses sehr herzlich bedanken, dass sie uns hier so gut betreut haben. Als Zweites will ich mich bedanken und ich sag das mal, darüber habe ich mich sehr gefreut, weil das kommt nicht so oft vor, dass man über anderthalb Tage so oft hört, eben auch das Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle. Und deswegen möchte ich mich bei euch mal sehr herzlich bedanken, dass ihr die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur an diesem Wochenende, sondern die wir insgesamt in diesen Wahlkampf und in die Parteiarbeit stecken, so wertschätzt. Das, glaube ich, tut allen, die hier rackern, richtig gut. Also herzlichen Dank von mir an euch für dieses Lob für die Bundesgeschäftsstelle. Und das Dritte, ich will mich natürlich bei euch sehr herzlich bedanken. Wenn man als Bundeswahlkampfleiter, ist jetzt mein dritter großer Wahlkampf, den ich leiten darf, leiten muss, das ist mal Freude, mal ist es auch ein bisschen Last, mit Genossinnen und Genossen über Wahlkampf spricht, dann ist das so ein bisschen wie im Fußball. Ich habe keine Ahnung vom Fußball, aber was ich weiß, ist, dass alle wissen, was der Bundestrainer falsch macht und was er richtig macht. Wissen alle. Und beim Bundeswahlkampfleiter ist das auch so. Jeder hat seine ganz persönliche Vorstellung, wie der Wahlkampf richtig gut laufen muss. Und deswegen sage ich schon mal vorher, für alles das, was schief läuft, bin ich dann verantwortlich. Das ist aber auch eingepreist, das nehme ich in Kauf. Aber ich will mich bei euch bedanken für diese Diskussion, die wir vor allen Dingen heute zum Wahlkampf hatten und gestern zur Kampagne. Das war eine wundervolle Atmosphäre. Ich habe sehr viel auch selber mitgeschrieben. Wir haben sehr viel, was wir mitnehmen können in die Planung jetzt für die nächsten Wochen und Monate. Und ich habe hier bei euch eine Atmosphäre gespürt. Eben hat jemand über das Lachen gesprochen, wo ich mir keine Sorgen mache, dass wir in der Partei diesen Wahlkampf miteinander hinbekommen und am Ende erfolgreich sein werden. Und das ist mein Dankeschön an euch, dass ihr mir heute auch wirklich Mut gemacht habt mit der Atmosphäre und der Euphorie und diesem Optimismus, den ihr ausstrahlt für diesen Wahlkampf. Lasst uns das bis in den September durchtragen, dann wird das eine sehr schöne Sache. Also, das ist das dritte Dankeschön. So, und nun will ich versuchen, ganz am Ende dieser Diskussion ein paar Punkte zu benennen, die mir wichtig sind in der Vorbereitung und der Durchführung dieses Wahlkampfes. Vieles von dem, was ich jetzt sage, habt ihr auch schon angesprochen. Das beruhigt mich auch ein bisschen, weil wir sind offensichtlich da auch auf einer ähnlichen Wellenlänge. Ich bin vorher gefragt worden, können wir das im Livestream übertragen? Wirst du irgendwelche geheimen Dinge hier erzählen? Ich versuche das mal auf einem Level zu halten, wo der politische Gegner nicht jedes Detail schon vorher mitbekommt, aber um euch das Ganze noch ein bisschen kompakter vorzustellen. Das Erste, was mir wichtig ist, wenn wir diesen Wahlkampf vorbereiten und organisieren, und der Tag heute ist ja ein wichtiger Punkt dafür, dass wir eine Kampagne entwickeln, die von der Gesamtpartei getragen wird. Das ist auch immer meine Prämisse gewesen, auch schon 2013 und 2014 im Bundeswahlbüro. Ich sage gleich noch was zum Thema Plakate. Und ich weiß, dass es am Ende Plakate geben wird, die nicht allen gefallen. Ich sage das jetzt schon mal, das wird nicht gelingen. Aber es hilft mir nicht, sozusagen eine Kampagne im Inhalt und der Tonalität einfach durchzudrücken, den Auftrag auszuleben, auszulösen und zu drucken und dann an euch auszuliefern
Und die Landesverbände und Kreisverbände sagen, was soll ich denn damit machen? Das ist nicht der Wahlkampf, den wir uns vorstellen. Weil ich natürlich weiß, dass eine Kampagne, die nicht akzeptiert wird in der Breite der Partei, natürlich einen ganz schlimmen Effekt hat. Sie demobilisiert die Partei. Und ich möchte natürlich, dass ihr mit dem, was wir vorbereiten, gern Wahlkampf macht, euch gerne auf die Straße stellt und auf die Menschen zugeht. Und deswegen wollen wir miteinander versuchen, das gemeinsam zu entwickeln. Das ist manchmal nicht ganz einfach und das dauert auch ein bisschen seine Zeit, aber es ist mir wichtig. Der zweite Punkt, und das ist von vielen von euch gesagt worden, völlig zu Recht, und gleichzeitig gebe ich das auch an euch zurück, die Konzentration auf Schwerpunkte. Die Konzentration auf Schwerpunkte im Wahlkampf spricht sich leicht aus. Und am Ende weiß ich, das ist so ein bisschen wie beim Wahlprogramm, da treiben wir das ja manchmal ein bisschen in Exzess, was noch fehlt in dem langen Text. Und ich weiß jetzt schon, wenn ich im Bundeswahlbüro sitze und mit euren Landeswahlkampfleiterinnen und Wahlkampfleitern darüber entscheide, was sind denn jetzt die 5 Themen, ich bleibe jetzt mal bei der Zahl, die am Ende aufs Plakat kommen. Das ist kein ganz einfacher Prozess, aber ich will euch zustimmen in dem, was ihr gesagt habt. Natürlich lebt Wahlkampf davon, dass wir uns konzentrieren, weil ansonsten Botschaften nicht mehr ankommen. Wir müssen es schaffen, die Botschaften herauszufiltern, die zum einen, darüber hat Steffen heute früh sehr viel gesagt, das will ich nicht wiederholen, zu unserer Kernkompetenz passen. Das müssen Themen sein, die die Leute mit uns verbinden, die sie von uns erwarten und für die sie uns auch brauchen. Und damit natürlich auch eine Unterscheidbarkeit zur politischen Konkurrenz darstellen. Und gleichzeitig darf das nicht so ein beliebiger Katalog sein. Und insofern sind die Fragen soziale Gerechtigkeit und friedliche Außenpolitik natürlich die beiden Standbeine, über die wir uns dort verständigen müssen und am Ende 5 Forderungen, 5 Themen, 5 Ansprachen finden müssen, die die Partei gemeinsam sagt, ja, das ist der Kanon, mit dem wir in diesen Wahlkampf gehen. Das Dritte, dass wir bei allem, was wir im Wahlkampf tun, und das betrifft nicht nur das Werbematerial, sondern das betrifft jede Veranstaltung, das betrifft den Online-Wahlkampf, genauso wie das, was wir drucken und produzieren, dass wir den Wahlkampf an jeder Stelle dafür nutzen, nicht nur auf Menschen zuzugehen und sie aufzufordern oder einzuladen, uns ihre Stimme zu geben, sondern sie auch ermutigen, bei uns einzutreten, Mitglied zu werden. Und wenn die Hürde noch ein bisschen zu groß ist, dann uns wenigstens im Wahlkampf zu unterstützen und möglichst auch etwas zu verteilen in ihrer Nachbarschaft, abends was in den Briefkasten zu stecken, sich bei Links aktiv anzumelden. Also die Mobilisierung, von der wir auch nicht nur am Wahltag etwas haben, sondern als Partei, eben ist das Stichwort Parteiaufbau gefallen, auch nach dem Wahltag leben können. Dafür ist Wahlkampf eine große Chance, weil wir über mehrere Wochen bundesweit überall zu sehen sein werden. Diese Chance müssen wir miteinander nutzen. Viertens will ich kurz etwas sagen zu der Frage der Materialproduktion. Plakate kriegt ihr heute von mir nicht zu sehen, weil es gibt noch keine Entwürfe. Nicht, dass ihr denkt, ich verschweige die vor euch. Diesen Prozess haben wir noch vor uns, sowohl in der thematischen Auswahl als auch bei der Frage, wie sieht das Ganze denn aus. Aber wir werden, natürlich haben wir uns mit den Landesverbänden schon darauf verständigt, was wir an Material zur Verfügung stellen wollen. Und dazu will ich sagen, das ist keine ganz einfache Diskussion. Die ist natürlich zum einen geprägt durch die Frage, was können wir uns leisten? Dazu komme ich gleich noch. Und dann ist es aber auch eine Frage, was können wir uns vor Ort leisten im Sinne, was schaffen wir? Weil natürlich Material nur seinen Zweck erfüllt, wenn wir in der Lage sind, in unseren Strukturen, und ihr kennt die Zahl der Aktiven, die Strukturen, die aktiven Parteistrukturen bei euch vor Ort sehr viel besser, als ich das sozusagen im Überblick einschätzen kann. Das lebt natürlich davon, dass es beim Empfänger, bei der Empfängerin ankommt. Sonst brauchen wir das alles nicht produzieren. Für die Halde wäre es zu schade. Und deswegen ist das immer so eine Gratwanderung. Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Und wir haben versucht, mit den Ländern auch eine solche Kräfteanalyse zu machen. Auch ein Stückchen in Auswertung
des letzten Bundestagswahlkampfes, was wir dort schaffen konnten und wie wir 4 Jahre später in den Strukturen aussehen. Und ich will jetzt nicht alle Zahlen vortragen, aber eine will ich sagen, weil die mich am Ende dann doch wieder ein bisschen beeindruckt hat, nämlich 11 Millionen Wahlzeitungen. Die Länder haben bei mir 11 Millionen Wahlzeitungen bestellt. Und jetzt sage ich euch, das ist erstens mehr als beim letzten Mal. Es ist das auflagenstärkste Werbematerial, was wir produzieren werden. Es ist querbeet das, von dem viele sagen, dass es sehr gut auch im direkten Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern funktioniert, aber natürlich auch beim Stecken. Und wenn wir diese 11 Millionen Wahlzeitungen an den Mann und die Frau bringen, haben wir schon viel erreicht. Und ich kann euch sagen, ihr kriegt, was ihr bestellt. Ihr kriegt die 11 Millionen. Dass die 11 Millionen ankommen, das liegt jetzt bei euch. Und ich hoffe, dass ihr das Versprechen auch einlöst. Es wird Themenplakate geben, Personenplakate. Die Zahlen will ich jetzt nicht alle vortragen. Wir haben natürlich darüber gesprochen, wie breit ist denn eigentlich der Kanon an Werbematerial, was wir so brauchen. Und wir haben bisher diskutiert und das, was ich jetzt bei euch so gehört habe, auch im Laufe des Tages, trifft sich das, glaube ich, ganz gut. Wir müssen uns auch dort versuchen zu konzentrieren. Und es hilft nicht sozusagen auf dem Infotisch 15 sehr schön gestaltete, unterschiedliche Flyer liegen zu haben, sondern wir müssen versuchen, die Zahl zu reduzieren und auf möglichst einem Stichwort Kurzwahlprogramm zum Beispiel unsere wichtigsten zentralen Forderungen zusammenzufassen, nachvollziehbar zusammenzufassen. 3 Millionen sind dafür bestellt worden. Bisher, auch das ist eine erhebliche Leistung. Wir werden Großflächen natürlich schalten, 2.500, das ist mehr als beim letzten Mal. Bei den Großflächen sieht man immer ganz gut, welche Partei das meiste Geld hat. Ihr werdet auch bei den Großflächen dieses Jahr wieder sehen, wir sind nicht die Partei, die das meiste Geld hat in diesem Bundestagswahlkampf. Aber wir haben natürlich auch versucht, dort nochmal nachzulegen, weil das natürlich für die Außenwirkung eines der entscheidenden Werbemittel ist. Der 5. Punkt, den ich sagen will, dazu hat Pascal jetzt schon einiges eben gesagt in der Interviewsituation. Ich will das aber hier auch nochmal sagen, weil mir das wichtig ist. Das ist die Frage der Unterstützung für die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer und natürlich vor allen Dingen auch für die Kandidatinnen und Kandidaten, die in diesem Wahlkampf unterwegs sind, von einem Podium zum nächsten laufen müssen, sich im Grunde jeder Frage stellen müssen, auf jedes Thema angesprochen werden müssen. Sie werden in die Situation kommen, das hat heute eine Rolle gespielt, sich auch mit AfD-Kandidaten auseinanderzusetzen, aber natürlich auch mit den konkurrierenden demokratischen Parteien. Und wir werden auch dieses Mal wieder, wie schon im letzten Wahlkampf, für die Kandidatinnen und Kandidaten Argumentationshilfen, sogenannte Battlecards, wo ihr zu bestimmten Themen kurz zusammengefasst wichtige Argumente an die Hand bekommt. Ich kann euch nur einladen, diesen Service, den wir anbieten, euren Kandidatinnen und Kandidaten auch zu übermitteln. Wir brauchen die Daten von allen Kandidatinnen und Kandidaten. Das versuchen wir über die Landeswahlkampfleiter einzusammeln. Es dauert ein bisschen, aber das kriegen wir schon hin, damit wir möglichst alle Kandidatinnen und Kandidaten erreichen und natürlich vor allem diejenigen, das hat Pascal eben schon gesagt, die nicht schon im Bundestag sitzen und einen kleinen Mitarbeiterstab haben, der sie für jeden Termin mehr oder weniger gut brieft, sondern die Masse der Kandidatinnen und Kandidaten sind natürlich Menschen, Genossinnen und Genossen, aber manchmal auch Parteilose, die noch nicht im Parlament sitzen und das mehr oder weniger alleine machen. Und die brauchen Unterstützung, vor allen Dingen auch argumentativ. Das wollen wir euch liefern. Und in dem Zusammenhang, der Disput ist eben schon angesprochen worden, will ich das an der Stelle mit einstreuen, weil das auch als Argumentationshilfe genannt worden ist. Wir werden in diesem Jahr 2-mal das Mitgliedermagazin an alle Mitglieder verschicken. Das 1. Mal im April und das 2. Mal im Sommer. Wir werden in der ersten Ausgabe uns versuchen, auf die Wahlprogrammdiskussion, also auf die programmatische Debatte, was sind unsere Schwerpunkte, was sind unsere Inhalte, fokussieren. Und in dem 2. Heft, was wir an alle verschicken, werden wir uns natürlich dann auf den unmittelbaren Wahlkampf konzentrieren. Da werdet ihr einiges von dem finden, was heute eine Rolle gespielt hat. Wie funktionieren Aktionen vor Ort? Wie plakatiere ich? Und so weiter und so fort, um auch bei allen Mitgliedern nochmal etwas abzuhalten,
abzuliefern, was ihnen Rüstzeug gibt für diesen Wahlkampf. Sechstens, Social Media, Online-Wahlkampf. Ich war vorhin, habe ja versucht, durch alle Workshops durchzulaufen, und ich war genau im richtigen Moment im Online-Workshop, weil genau in dem Moment, als ich da reingeguckt habe, bin ich gelobt worden. Das war ein gutes Timing. Wir werden natürlich auch im Social Media und Online-Bereich in diesem Wahlkampf noch einmal aufrüsten. Wir nehmen das Wort nicht so oft, ich weiß, aber noch einmal aufrüsten und mehr investieren, als wir das beim letzten Mal gemacht haben. Ihr wisst, dass dieser Bereich an Bedeutung gewinnt, aber auch die Möglichkeiten nehmen zu von Wahlkampf zu Wahlkampf, was man dort machen kann. Es ist jetzt schon viel dazu gesagt worden. Ich will das im Detail nicht ausdehnen, aber wir sind dort als Partei gut unterwegs. Wir können das immer nur wieder sagen, von den Bundestagsparteien sind wir die Partei, die für ihre Facebook-Seite die meisten Follower vorweisen kann. Das ist etwas, was wir im Zuge des letzten Bundestagswahlkampfes schon erreicht haben, und natürlich wollen wir diesen Platz auch verteidigen und wollen diesen Stand auch noch ausbauen mit sehr gezielter Werbung und Ansprache, und das werden wir in diesem Wahlkampf natürlich auch tun. Dazu siebtens schon mal der Hinweis oder die Ankündigung online, dass wir am 1. Mai, das ist unsere Kampfzielmarke, ich hoffe, dass wir die auch einhalten werden, den Relaunch für unsere zentrale Internetseite online schalten werden. Also ab dem 1. Mai wird die linke.de unter einem neuen, frischeren, übersichtlicheren Layout und auch mit einer anderen inhaltlichen Struktur erscheinen. Das ist ein zentrales Zugriffsportal sozusagen für sehr viele Menschen, die sich informieren. Die Zugriffszahlen auf diese Seite sind enorm, und natürlich werden wir versuchen, dass dort sozusagen besser zu werden, ansprechender zu werden. Ihr habt eben gesagt, wir müssen auch moderner werden. Das versuchen wir natürlich auch dort zu realisieren und sicherzustellen. Achtens, wir werden auch in diesem Wahlkampf wieder eine von uns, von der Bundesebene organisierte Veranstaltungstour planen, die sogenannten Z-Veranstaltungen, Z für zentral. Das sind natürlich in der Summe nur ein kleiner Teil der Veranstaltungen, die im gesamten Wahlkampf stattfinden. In der Zahl ist natürlich das, was ihr in den Kreisverbänden oder Landesverbänden organisiert, sehr viel größer. Aber wir werden auch von der Bundesebene eine zentrale Veranstaltungstour organisieren, wo natürlich auch unsere Zielstellung ist, dass wir bei diesen Veranstaltungen nicht zuletzt auch unsere prominentesten Genossinnen und Genossen, die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidat, die Parteivorsitzenden, Gregor und wer sonst sozusagen von euch auch immer wieder gerne gesehen wird auf einer Bühne, um Menschen zu mobilisieren und für unsere Themen aufzuschließen. Das werden wir miteinander organisieren. Da ist meine Bitte auch jetzt schon, und dazu sind wir auch mit den Ländern im Gespräch, das sind Termine, wo wir gemeinsam in der Vorbereitung sehr gut sein müssen, damit wir an solchen Höhepunkten, wenn die große Bühne eben in Frankfurt am Main oder sonst wo steht, dass wir an diesem Tag so gut organisiert sind in der Vorbereitung, in der Bewerbung, in der Mobilisierung, dass der Platz dann auch voll ist und es sich lohnt und wir möglichst viele erreichen. Das schaffen wir nicht ganz alleine von der Bundesebene. Da ist wichtig, dass wir mit den Stadtverbänden, Kreisverbänden, wo wir diese Veranstaltung machen, Hand in Hand arbeiten und das gemeinsam vorbereiten. Jetzt ist viel gesagt worden über Ansprache, wie kommunizieren wir eigentlich, und ich will für alle die, die die Wahlstrategie noch nicht gelesen haben, ich frage lieber nicht, wer es schon gemacht hat, alle, die es noch nicht gemacht haben, lesen Sie bitte, es ist eine Pflichtlektüre für alle Wahlkämpfer, aber wir haben dort auch versucht zu definieren, wie ist eigentlich unsere Ansprache, wie wollen wir diesen Wahlkampf führen, wie ist unsere Ausstrahlung, und ich will euch da die wichtigsten Punkte mal nennen. Das erste ist hoffnungsvoll. Wir wollen in diesem Wahlkampf vermitteln, Bürgerinnen und Bürger, Wählerinnen und Wählern, dass die Dinge nicht so bleiben müssen, wie sie sind, und dass Politik veränderbar ist. Das meinen wir
mit Hoffnung. Und wenn wir heute früh darüber geredet haben, wie schaffen wir es, dass Leute wählen gehen, die möglicherweise bisher noch nicht gewählt haben, dann ist das genau der Punkt zu sagen, es hat einen Effekt und die Dinge können sich ändern und dafür braucht man Wahlen und gute Wahlergebnisse. Wir wollen alltagsbezogen kommunizieren. Auch das hat bei euch eine Rolle gespielt und damit ist vor allen Dingen auch gemeint, nachvollziehbar zu kommunizieren. Das, was wir auf Parteitagen beschließen, in lange Programme schreiben, was wir möglicherweise auch manchmal unter uns diskutieren, da sind wir schon froh miteinander, wenn wir unter uns alle folgen können. Aber Bürgerinnen und Bürger haben einen anderen Blick auf Politik und Parteipolitik. Und wenn sie nicht verstehen und in ihrem Lebensalltag irgendetwas von dem wiederfinden, was wir politisch kommunizieren, dann ist der Wahlkampf auch ziemlich umsonst gewesen. Wir wollen aufsuchenden Wahlkampf machen. Auch darüber habt ihr gesprochen. Hin zu den Leuten und nicht warten, dass sie zu uns kommen. Die Leute haben ziemlich viel zu tun und bei der Partei vorbeizuschauen, ist in der Priorität eher nicht ganz oben angesiedelt bei den meisten. Also hingehen, mit den Leuten ins Gespräch kommen, offensiv sein. Wir wollen aufklärerisch sein. Das ist vor allen Dingen auch in diesem Wahlkampf eine ganz wichtige Voraussetzung und Bedingung für linke Politik. Wir wollen zum einen Vorurteilen entgegentreten und wir wollen zum gleichen gleichzeitig natürlich mit Fakten arbeiten und den berühmten Fake News oder dem postfaktischen oder was immer ihr dazu nehmen wollt, als Begrifflichkeit entgegentreten und Leute informieren über das, was ist. Wir wollen arbeiten mit dem realen Zustand und nicht über irgendwas reden, sondern das wollen wir kommunizieren. Natürlich müssen wir Kompetenz ausstrahlen. Auch darüber haben wir heute geredet. Die Leute wollen Lösungen und sie wollen für sie aus ihrer Sicht machbare Lösungen und sie wollen uns und wir wollen, dass sie es uns zutrauen, dass wir diese Lösungen auch umsetzen. Wir müssen visionär sein in diesem Wahlkampf. Wir machen als Linke, auch das ist eben angesprochen worden, nicht nur Wahlkampf, um was zu verändern für die nächsten 1, 2, 3 Jahre, so wichtig diese schnellen und konkreten Veränderungen sind. Linke blickt immer über den Tag hinaus, eine sozialistische Partei, ist nur dann auch sozialistisch, wenn sie grundsätzliche Fragen stellt und sich auch traut, das laut auszusprechen. Und das müssen wir auch in diesem Wahlkampf tun. Und dazu gehört auch, dass wir rebellisch sind und auch Protest Raum geben und Protest auch eine parteipolitische Stimme geben. Und das Letzte, das habe ich eben schon gesagt bei der Frage der Mitgliedergewinnung. Wir wollen einen mobilisierenden Wahlkampf führen und wir wollen Menschen nicht nur mobilisieren für eine Stimmabgabe, sondern dass sie möglichst dauerhaft sich politisch engagieren, ob jetzt in ihrem Kiez oder in ihrem Verein oder in ihrem Betrieb, wo auch immer. Das wollen wir in diesem Wahlkampf mit transportieren. Und jetzt komme ich als 10. Punkt zum Geld. 6,5 Millionen ist der Wahletat der Linken. Ich habe die Zahlen von den anderen Parteien offiziell noch nicht alle gehört, aber ich bin mir relativ sicher, bei CDU und SPD wird es ein bisschen mehr sein. 6,5 Millionen, das ist ein bisschen mehr, als wir im letzten Wahlkampf zur Verfügung hatten. Da waren es rund 6 Millionen, also eine halbe Million mehr. Das ist das, was wir angespart haben. Das ist aber auch das, was wir brauchen, um das, was ich euch jetzt versucht habe, zusammengefasst aufzuzählen, auch zu realisieren. Ich will euch aber auch einladen und motivieren, dass wir gemeinsam noch ein bisschen mehr tun für unsere zentrale Spendenkampagne. Wir werden in diesem Wahlkampf nicht verschweigen, weil wir auch ein Stückchen stolz darauf sind, dass wir die einzige Partei sind, die keine Großspenden von Unternehmen, von wem auch immer, von Konzernen, von Versicherungen einkassiert, sondern wir sind auf Klein- und Kleinstspenden angewiesen. Und zu denen wollen wir aber auch kommen und wir wollen offensiv werben und Menschen gewinnen, uns mit einem kleinen Beitrag in diesem Wahlkampf auch zu unterstützen. Wir haben uns als Ziel gesetzt, 500.000 Euro in dieser zentralen Spendenkampagne einzuwerben. Das ist mehr als 2013. Das ist keine Kleinigkeit. Ich sage aber auch, wir haben im Dezember angefangen mit der Spendenkampagne
mit dem Brief, den wir an Mitglieder geschickt haben zum Auftakt dieser Spendenkampagne. Wir sind jetzt bei knapp über 150.000 Euro schon angekommen, also ein knappes Drittel haben wir schon zusammen von dem Ziel, was wir erreichen wollen. Da müssen wir miteinander noch mal ein bisschen stärker und offensiver werben. Und ich sage das vor allen Dingen auch in eurem Interesse, weil der Großteil der Spenden, die wir zentral einnehmen, gehen zurück in die Landesverbände und können von euch vor Ort in den Landesverbänden eingesetzt werden, um vieles von dem auch finanzieren zu können in diesem Wahlkampf, was ihr nicht von uns als Grundbesteck sozusagen von der Bundesebene zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist das Geld, was ihr vor Ort direkt einsetzen könnt. Und deswegen meine Motivation, tut was dafür. Es kommt am Ende bei euch wieder an, damit ihr mobiler und flexibler seid in diesem Wahlkampf. Ich will zum Schluss sagen, was mir kommunikativ wichtig ist. Das sind 5 Punkte, die wir versuchen müssen, in diesem Wahlkampf immer wieder durchzudeklinieren und an den Mann und die Frau zu bringen. Und das ist an sich ein überschaubarer Katalog, aber Leute brauchen Gründe, um wählen zu gehen. Die wenigsten gehen aus Pflichtgefühl wählen. Die meisten hätten gerne einen Grund von allen Parteien, warum sie jetzt gerade dort das Kreuz machen wollen. Der erste Grund ist, den wir immer wieder kommunizieren sollten, dass sich nur mit der Linken etwas ändert und einen Politikwechsel, über den jetzt sehr viele reden, von sozialer Gerechtigkeit, wird es nur mit uns geben. Und je stärker wir werden, desto höher ist die Chance, dass den vielen Worten, die jetzt von SPD und anderen über soziale Gerechtigkeit geredet wird, auch Taten folgen. Der zweite Grund ist, die Linke weiß, was sie will. Wir haben ein sehr konkretes und nachvollziehbares Programm, was Bürgerinnen und Bürgern konkrete, schnelle, nachvollziehbare Vorteile bringt. Bernd hat heute früh in seiner Rede einen Querblick über die gesamte programmatische Aufstellung gegeben. Das will ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Das dritte, nur eine Stimme für die Linke ist eine sichere Stimme gegen Seehofer und Merkel und die Große Koalition. Die SPD und Schulz werden sich nicht festlegen, ob sie im Zweifel nicht doch wieder Merkel und Seehofer in die Regierung heben. Und auch die Grünen werden sich nicht festlegen, ob sie nicht vielleicht doch mit der Union zusammen dieses Land regieren wollen. Wer Seehofer und Merkel ablösen will, muss seine Stimme bei uns abgeben. Nur bei uns ist es sicher, dass sie am Ende nicht bei der Union landet und Angela Merkel im Kanzleramt hält. Der vierte Grund ist, wir sind die Einzigen, die in diesem Wahlkampf und in ihrer Programmatik einen Schuss Utopie drin haben und die wissen, dass die Dinge sich auch grundsätzlich ändern müssen. Und wir viele Probleme versuchen können, kurzfristig konkret zu mildern, aber grundsätzliche gesellschaftliche Defizite nicht aufgehoben werden dadurch. Und wir als sozialistische Partei mit diesem Profil auch offensiv werben. Es ist eben darüber gesprochen worden, dass wir natürlich auch, wie hast du es genannt, Systemkritik, dass wir natürlich als sozialistische Partei unseren antikapitalistischen Charakter nicht verstecken müssen in diesem Wahlkampf. Wo kämen wir denn hin? Und fünftens, eine Stimme für die Linke ist ein Statement gegen Rassismus und für Weltoffenheit. Und wenn wir diesen Kanon versuchen, in diesem Wahlkampf in den nächsten Monaten beständig zu kommunizieren, glaube ich, dass wir eine gute Chance haben, Bürgerinnen und Bürger zu mobilisieren, am Ende die Stimme bei uns abzugeben. Wir haben uns 3 Wahlziele gesetzt in der Wahlstrategie. Wir wollen 10% plus X, also zweistellig werden. Wir wollen unsere Direktmandate verteidigen. Und wir wollen mit einem möglichst guten Ergebnis für die Linke unseren Beitrag dazu leisten, dass ein Politikwechsel in diesem Land real möglich wird und nicht nur darüber geredet wird. Liebe Genossinnen und Genossen, mein Eindruck ist, wenn wir das, was wir heute und gestern beredet haben, in die Breite der Partei tragen, dann haben wir eine gute Chance, vielleicht alle,
diese drei Wahlziele im September auch zu erreichen. Ich will mich bei euch sehr herzlich bedanken für diese, ich sage das mal, schöne Kreisvorsitzendenkonferenz. Das hat richtig Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren. Ich hoffe, dass ihr eine gute Heimreise habt, dass ihr morgen ein bisschen durchschnauben könnt. In 197 Tagen ist Bundestagswahl. Und diejenigen, die bei Facebook mit mir befreundet sind, wissen, dass ich runterzähle. Deswegen biete ich noch mal ein paar mehr Zahlen an. In 15 Tagen ist Wahl im Saarland. Und wir haben die gemeinsame Aufgabe, dass dieser Wahlkampf erfolgreich wird. Wir brauchen diesen guten Auftakt in dieses Wahljahr. In 57 Tagen wird in Schleswig-Holstein gewählt. In 64 Tagen wird in Nordrhein-Westfalen gewählt. In 90 Tagen haben wir Bundesparteitag. In 97 Tagen feiern wir unseren 10. Geburtstag als Linke. Wir haben guten Grund, diesen Tag, den 16. Juni 2017 zu feiern. Das waren gute 10 Jahre für die Partei und für unser Land. In ungefähr 140 Tagen liefere ich an euch die Plakate aus und in 197 Tagen und 2 Stunden feiern wir. Kommt gut nach Hause.